Wenn ihr euch dann auf dem Weg zur Probefahrt macht, denkt dran, es geht nicht nur darum, möglichst cool auszusehen dahinter am Lenkrad, sondern das Auto wirklich auch in die Tiefe zu testen. Wie sieht es mit den Bremsen aus? Funktionieren die noch gut? Wie sieht es mit deinem Schalter aus, wenn man kein Automatikfahrzeug hat? Schalten die Gänge noch sauber und gut durch? Was macht die Kupplung? Funktioniert das Licht? Auch immer gutes Thema. Blinker und generell, wie ist so das Fahrgefühl und das Fahrgeräusch? Kratzt schon irgendwas, hört sich der Motor komisch an. Also auf solche Dinge auch immer achten. Heißt aber auch nicht sofort das Radio auf volle Lautstärke, sondern erstmal dem Auto ein bisschen beim Fahren zuhören. Manche machen mit einem Gebrauchtwagen eine Probefahrt, aber immer nur geradeaus, kaufen sich das Fahrzeug und ärgern sich danach, dass sie das Fahrzeug nicht zum Beispiel auf Wendekreis getestet haben. Deswegen gerne auch mal rückwärts fahren, irgendwo versuchen einzuparken, um schon da zu begreifen, wie ist die Rundumsicht in diesem Fahrzeug und eben wie einfach lässt es sich am Ende des Tages einparken. Wenn ein Händler oder auch eine Werkstatt gewissenhaft sind, dann gibt es manchmal Fahrzeuge, die schon als Unfaller deklariert sind. Aber manchmal wurde beispielsweise nur eine Heckklappe ausgetauscht, weil die zum Beispiel eine dicke Delle hatte. Also da wirklich nochmal gezielt nachfragen, was an dem Fahrzeug genau ausgetauscht wurde und warum. Und so kann man manchmal ein Schnäppchen machen. Wichtig ist allerdings am Ende, dass so etwas auch im Kaufvertrag beinhaltet ist.